Dorothea Binz hatte großen Anteil am im KZ Ravensbrück herrschenden Terror und war für ihre Skrupellosigkeit und Brutalität gefürchtet. Augenzeugen berichteten, dass es auf dem Appellplatz totenstill wurde, wenn Binz auftauchte. Sie hatte dabei meist eine Peitsche in der einen und einen angeleinten Schäferhund in der anderen Hand, welchen sie gerne auf Insassen hetzte. Wenn Binz bemerkte, dass sich Frauen bewegten oder miteinander sprachen, wurden diese häufig zu Tode geprügelt oder zum Erschießen freigegeben. Sie suchte sich gerne gezielt schwächere oder ängstliche Insassen aus, welche sie auspeitschen oder schlagen konnte. Aufgrund der Schwere ihrer Taten wurde Dorothea Binz am 3. Februar 1947 zum Tode durch den Strang verurteilt. Ihre letzten Worte waren: Ich hoffe, Sie glauben nicht, dass wir alle böse Menschen waren.